Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Show von Sacred 2 Eisenblut mit Goldversion. Und ja, ich bin jetzt auf Level 15. Level 20 geht doch ein bisschen zu lange. Werde ich also schauen, dass ich alle 5 Level euch ein bisschen weiter zeige, wie ich so den Charakter spiele. Momentan nehme ich gerade lade ich gerade hoch und deshalb ist mir ein bisschen langweilig. Darum tue ich jetzt gerade hier das Let's Play jetzt machen, das Let's Show weitermachen. Und ja, es hat sich einiges getan. Also wenn man kurz auf die Map schaut, habe ich jetzt hier noch ein bisschen erkundet, die Zwischenräume hier ringsum, da in der Mitte war ich noch nicht, da oben war ich noch ein bisschen, da waren wir am letzten Part da oben und bin dann hier runtergegangen und jetzt hier hin. Da ist zwar ein Camp und ich drücke immer rechte Maustaste, weil ich immer die Kamera schwenken will. Und Kamera kann man leider nur mit dem Mausrad schwingen. Und hier möchte ich euch eine Quest zeigen. Dafür müssen wir zwar nicht hier entlang, aber ich möchte nur kurz schauen, was hier ist. Okay. Ah, eine Schatztruhe. Ein kleiner Schatz. So. Also ihr seht, die Gegner sind schon recht viel schwerer geworden. Und ich natürlich noch nicht viel schwerer, immer noch auf Level 2 durch die allgemeine Fähigkeiten. Ausrüstung habe ich eigentlich ja schon ein paar Sachen gesammelt. Ich muss hier noch die Chance erhöhen. Hier auch noch die Magic Find Chance erhöhen. Ja, zum Beispiel, das ist ein alten. Der ist alt. Diese Helm habe ich gekauft. Ja, die ist recht schwach, der Brustpanzer. Also das haben wir, der Ring ist neu mit Stärke plus 3. Das ist wahrscheinlich auch, ja, das muss neu sein, ist auch Stufe 15. Und Stoffsandalen haben allgemeine Fertigkeiten, okay. Hier haben wir Laufgeschwindigkeit noch drauf, Level 12. Und hier Magic Find und Härte, Lichtsäule. Jo. Also eben, als erster Charakter hat man halt wenig Items. Später kann man ja die Items dann einfach rüber tun, wenn wir einen neuen Charakter machen. Ich hoffe einfach, der wird genug stark. Ich habe jetzt hier mal, nein, das ist der falsche Knopf. Ich habe hier jetzt mal Ding genommen, Energieschild, dass ich bessere Verteidigung habe, Feldstärke und nochmals Feldstärke, weil Magiespiegel brauche ich nicht unbedingt und Geschossreflexion brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Ich möchte die Gegner auch alleine bekämpfen und nicht nur reflektieren. Und hier habe ich jetzt gewartet. Eigentlich habe ich gedacht, Dissonanz, aber Dissonanz, die Gegner haben fast keine Buffs. Und sonst können wir Buffs auch getrost anlassen beim Gegner. Da haben nämlich Kompression, damit wir auch bei Bossen und so dann im letzten 25% oder 33%, weiß jetzt nicht genau, mehr Schaden machen. Ich wollte es nur kurz noch gezeigt haben, im nächsten Ding werde ich es dann machen. Oder ich werde warten, bis der nächste Part dann vorüber ist, also dass ihr Zeit gehabt habt, es zu wünschen. Dass ihr jetzt einen Part Zeit habt und das euch aussuchen könnt, wenn ihr wollt. Aber ich denke, Ding ist schon viel besser, Kompression. So, ich habe alles an. Das ist wahrscheinlich die Quest. Nein, das ist Kobold. Die Quest haben wir, glaube ich, schon angenommen. Ey, wieso habe ich den hinteren nicht getroffen? Frechheit. So, 20 Kobolde müssen wir noch töten. Man sieht leider die Reichweite nicht von diesem Schallvortex. So, ein bisschen runter. Da ist die Quest, glaube ich, oder?
weiß jetzt nicht genau. Späher finden. Das ist aber die untere Höhle. Die andere Höhle ist irgendwo hier. Ah ja, wir haben sie. Captain Blutzunge. Das ist die Quest. Die ist noch recht interessant. Dann zeige ich sie euch. Die anderen Quests sind ja meistens nicht so gut. Die dunkle Legion, oder wie sie heißt, werden wir noch machen. Questreihe. Werde ich euch noch zeigen. Und wenn es dann spannender ist, mache ich natürlich mehrere Parts, so Questreihen. Gibt recht viele. So, also hier müssen wir rein. Gut. Na, da gibt es hier auch schon wieder gelbe Gegner. Komm, Engel, komm. Da ist der Engel jetzt. So. Also der Engel, die Seraphim-Beschützer. Für mich sind ja Seraphim eigentlich so relativ Engel. Und dann nehmen sie hier einfach Engel, weil ich die richtige Seraphim bin und sie nur ein Spiegelbild oder so. Aber sie ist recht schwach mit 6 Schaden. Haut sie natürlich niemand rum, aber sie lenkt manchmal die Gegner ab. Das ist das Wichtigste. Weil das aus dem Himmelsmagie-Aspekt ist, kann ich das auch nicht so hochstufen. So, Plattenstiefel, okay. Psst, nicht so laut, sie können uns hören. Ringwill schickt euch, habe ich recht? Ja, ja, ich weiß selbst, dass ich überfällig bin. Ich sitze hier fest. Hier unten wimmelt es von Piraten. Ich bin nur mit der letzten Mühe und Not überhaupt hierher gekommen. Alleine komme ich hier nicht weg. Unterrichtet Regulit über die Situation. Geht bitte zurück zu Offizier und berichte ihm, wo ich mich versteckt hatte und was ich beobachtet habe. Ich hatte derweil hier Unterstellung. Ach, und noch was. Erklärt ihm, dass ich mich nicht aus Feigheit hier verkrochen habe, sondern jederzeit bereit wäre, mein Leben, meine Gesundheit und meine Pension fürs Vaterland zu opfern. LOL. Eine schöne Ausrede. Tja, man muss halt so stark wie eine Seraphim sein. Dann hat man keine Probleme. So, wir gehen kurz zurück, geben die Quest ab. Dann bekommen wir noch eine Quest, weil die möchte ich mit euch noch zeigen. Geht recht flüssig, obwohl ich jetzt hochlade, geht Sekiro 2 momentan sehr flüssig. Auch weil ich das Ding nicht anhabe, das Physics-Zeugs da. So, ja, Blutzunge müssen wir killen, aber das mache ich dann später, weil der ist recht stark. Wenn die Gegner, normalen Gegner schon eine Schall vor Tux aushalten, möchte ich dann nicht die Heiltränke oder so vergeuden an dem. Aber ich möchte etwas anderes zeigen, nämlich ein verstecktes Schiff. Und das ist so in einem versteckten Raum, wo wir nur hinkommen, wenn wir den Schlüssel finden. Den Schlüssel von dort zeige ich euch natürlich. Muss ich euch zeigen, um das Schiff zu zeigen. Und ist eigentlich nicht schwer versteckt. Man findet es eigentlich direkt, wenn man aus der Höhle ist. So, hier ist nichts. Hm. Sehr verwirrend hier. Okay, da geht's rechts runter. Lol, zweimal getroffen, das ist das andere gewesen. Soll ich die tot kloppen? Ah ja, die Skillung möchte ich euch noch kurz zeigen, dass ich jetzt momentan eher auf Reckzeiten geschaut habe und nicht auf Handel oder andere Sachen, auf Schaden. Jetzt werde ich ein bisschen mehr auf Schaden gehen. Und weil Reckzeiten sehr wenig nur noch runterkommen. Also um die... oh, schön. Um die 7 Sekunden ist eigentlich... Das, was am schnellsten runtergeht, also alles oberhalb, dann nicht mehr. Oh, Quell des Lichtes. Cool. Das muss ein ganz besonderer Gegenstand sein. Zweihändig. Ich denke, ich werde ein bisschen riskieren und werde das Zweihand-Ding tragen. Lol, das ist ein Lichtschwert, ein Doppellichtschwert. Yay.
Das sieht da cool aus. Voll geil. Ja, mach nicht viel mehr Schaden, aber hört sich auch cool an. Cool. Richtig geil. Jetzt haben wir das Lichtschwert. Wir sind in der guten Seite der Macht. Wir sind ein Jedi-Ritter. Und kämpfen gegen die bösen... gegen die bösen Piraten des Imperiums. Und schlachten sie ab mit unserer guten Laserklinge. So. Ich denke, hier drin ist der Schatz oder in der Nähe. Irgendwo hier ist der Schatz. Das sieht so komisch langsam aus, weil wir keinen Schwertkampf geskillt haben. Da drüben ist der Schatz irgendwo. Irgendwo. Da? Ich meine den Schlüssel natürlich. Irgendwo hier ist der Schlüssel, aber ich weiß nicht mehr wo. Irgendwo hier. Vielleicht hier drin. Da kommt man nicht rein. Da vorne kommt man rein. Da ist was. Irgendwo hier habe ich doch gemeint. Sieht man das nicht? Ah, da. Der Stein ist ein Versteck. Schlüssel aufgenommen. Yeah, sehr gut. Jetzt haben wir hier irgendwo wieder so einen Sacred Mitarbeiter. Da gehen wir auch noch rein. Schauen wir mal. Eine Kiste. Okay, Armlinge. So. Also irgendwo hier müssen wir jetzt rein. Da ist der Sacred Mitarbeiter. Das gibt es auf der Welt überall verteilt, diese Mitarbeiter. Und am Schluss kommt man noch ins Entwicklerbüro. Als, wie sagt man es so schön? Als ver, ja, wie soll ich sagen? Ist gerade schwer zum, oh je, falsch geschossen. Ach komm, ich kann nicht angreifen. Bin gestunt. Wie sagt man dem Ding, wo man, sich, ja, einfach so eine Art Ruhmeshalle für die Entwickler, weil sie ja, bankrott gingen, also insolvent wurden, dass sie immerhin noch im Game drin sind. Und ich ehre sie natürlich auch am Schluss von Silber, indem ich dort reingehe und ein bisschen Chaos stifte. Nein. Indem ich dort, ja, bete oder so. Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Gut, wir müssen hier nach links. Irgendwo hier muss der Ding sein. Man kann leider nicht gut schauen, aber eigentlich müsste ich mich immer links halten. So weit wie möglich nach links. Eine magische Perle, okay. Und wenn man viele Quests macht, bekommen wir auch bessere Belohnungen, wie zum Beispiel Set-Teile von den Quests. Finde ich auch eine gute Idee. Aber natürlich nicht bei jeder Quest, sondern ja, vielleicht später bei 1000 ausgeführten Quests, ja. Aber am Anfang recht wenig, also fast gar nichts. Okay, hier ist der Pirat-Chef. Der Captain. Komm, wir töten ihn. Har, har, har. Und die andere kommt nicht. Da, jetzt kommt sie. Sie wurde wahrscheinlich getötet. Also sie stirbt nicht, weil es ein Buff ist. Aber sie kniet nieder und... Okay, war gar nicht so schwer. Sie kniet einfach so nieder und ist erschöpft.
So, und hier ist der Chef jetzt, oder? Ja. Ich hoffe, wir können es gut sehen. Da unten ist ein Schiff. Ein kleines Schiff. Kleines Piratenschiff. Aber so etwas einzubauen hat schon richtig Style. Da haben die Entwickler das gut gemacht. Ich bin sowieso einer, der eigentlich Sacred immer unterstützt hat. Durch Bugfixes und so einsenden. Und in Sacred 2 habe ich leider das lange nicht spielen können und erst 2011 begonnen zu spielen, aber dann stürzte das ganze Zeit ab. Konnte da auch das Let's Play nicht weitermachen. Und 2015 war es nicht mehr so beliebt, also ich hatte sehr wenig Aufrufe und wollte dann nicht mehr weitermachen, weil es auch ein bisschen geleckt hat. Jetzt leckt es nicht mehr, ich könnte sogar bald wieder beginnen. Aber zuerst möchte ich mich auf Champions of Regnum und Minecraft konzentrieren. Und jetzt leckt es gerade. Gerade wenn ich sage, leckt es wegen Fraps. Ich werde bald switchen auf Action. Und dann leckt es hoffentlich nicht mehr. Oder vielleicht auch Shadowplay, aber bei mir stürzt es. Hat es damals im März immer abgestürzt und jetzt hoffentlich ist es gefixt. Muss ich mal ausprobieren wieder. Jo. Boah, hier sind immer nervige gelbe Gegner. Ganze Zeit nur gelbe Gegner. Das habe ich ja denke ich getroffen. Das, ne. Ah. Vielleicht sollte ich doch auf Bronze runter, weil im Originalspiel ohne Community Patch ist Bronze richtig schwach. Schlecht. Und ja, jetzt ist Silber schon zu hart. Aber ich bleibe noch, solange ich da noch recht schnell die Gegner töten kann, bleibe ich hier noch. Muss halt dann die Hauptquest nochmals machen. Ich treffe nicht so irgendwie nicht gut die Gegner, weil es so hügelig ist. Steht mir bei, hat Angst. So. Ach schön. Kommt man da aufs Schiff durch diese Luke? Ach komm, nerv nicht. So, gut. Auch geschafft. Es ist ein Steg nach oben. Und da wieder runter. Kommen wir noch näher ans Schiff. Ich komme irgendwie nicht an den Gegner richtig ran. Muss ich bald wieder den Buff, also den temporären Buff einsetzen. Beflügeln heißt er. Sonst einfach nicht genug treffen, nicht schnell angreifen kann. So, jetzt. Geh weg, du blöde Wächter. Ich will aber noch aufs Schiff. Komm schon. Wie lange geht's noch bis zum Schiff? Ah, hier. Kann man hoch. So. Auch die geschafft. Da ist noch einer hinzugekommen. So, und jetzt gehen wir nach oben. Okay, da hinten. Sieht so schlecht, wo wir hin müssen. So, Delle. Da hinten haben wir nichts. Hier ist noch einer. Du bist Fischfutter, blöder Pirat. Skorbutstinker. Geh weg. Stirb. Sterbe ich noch sogar. Ich habe es extra noch ein bisschen herausgezögert, ohne dran zu saufen. Ich wäre sogar noch gestorben wahrscheinlich, weil ich einfach nicht getroffen hätte. Natürlich, wie immer.
gegen Ende, gegen Tod, trifft man plötzlich nicht mehr und kann ihn nicht schnell genug töten und alles mögliche. Ja, richtig schöne Höhle hier. Und richtig geiles Laserschwert. Leider in grün. Ich hätte gerne ein blaues gehabt. Oder ein rotes, wenn ich böse wäre. Aber grün ist eigentlich von Anakin, oder? Nein, Anakin hat rot. Hä? Nein, der hat blau. Anakin hat, glaube ich, blau. Wie heißen die anderen? Skywalker da. Der hat irgendwie... Die haben sogar eine Kneipe hier drin gebaut. Cool. Denen geht's gut, aber leider nicht mehr jetzt, weil ich sie vernichtet habe. Ha, Piraten ausgerottet. Richtig toll, dass man sich, dass man auf der Weltkarte mal auf ein bisschen abseits gehen kann und etwas Cooles findet. Das finde ich richtig cool, dass man das Spiel nicht immer sofort beenden muss. Kann man nicht irgendwie runterscrollen. Muss ich hier rausgehen? Ja. Richtig cooles Game. Also ich feiere das Game. Eines der besten deutschen Games. Und wird mich sicher noch lange fesseln, wenn ich so ein schlechtes Internet habe. Kann ich das immer zwischendurch spielen. Also jeden Tag spiele ich das Spiel. Und jetzt bin ich schon Level 15. Bald 16. Und komm, wir machen das Level noch. Das ist jetzt wirklich nur noch zwei oder drei Gegner. Und ja, ich werde wahrscheinlich den höchsten Charakter je machen, denn ich schaffte in Secret 2. Bei Secret 1 habe ich irgendwie so Level 150 oder so geschafft. Und bei Diablo 3 bin ich momentan auf 250. Plus, minus. Und so langsam stinkt mir Diablo 3 auch schon. Ich bin jetzt momentan auf der PTR, auf der Public Test Realm. Und tut dort einfach ein paar Bahnen, ein bisschen wirbeln und so. Aber oft spiele ich nicht und habe auch noch nicht ein Set komplett oder so. Doch eins habe ich, das Vulcatus Set, also die zwei Schwerter, die habe ich. Aber sonst nichts. Boah, was ist denn das? Das sieht irgendwie ein bisschen anders aus als die anderen. Diese Fledermaus. Bäh. Igitt. Noch ein bisschen. Okay, dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Wo geht's hier raus? Da geht's auch irgendwo raus, aber wo? Hier geht's wohin? Hm. Fragezeichen, Fragezeichen. Zu einer Kiste. Ja, bisschen Gold. 856 Gold. Oh, nun gut. Wie viel Gold habe ich schon insgesamt? 67.000. Ja, gemütlich. Also, wo geht's hier rein? Ich hoffe, es geht noch irgendwo hin. Lol. Captain der Jade-Freibeute, okay. Nein, es ist wirklich die Schatzkammer der Piraten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Er ist tot. Dann haben wir hier noch zwei. Mache ich so, dass ich beide treffe. Jo. Gemütlich hier drin. Jetzt können wir hier überall noch Sachen rausnehmen. Bisschen klauen. Ja, aber nicht so ein elfischer Spieß der Schätze. Ist das mit MF? Hm. Keine Ahnung. So. Eben leveln. Ab zuerst noch Items anschauen. Also jetzt sind wir hier drüben. Das ist schon das Ende dann. Hm. Wir kommen aber nicht drüber. Inventar aufmachen. Zaubergeschwindigkeit brauchen wir nicht. Nein. Gegner Leben absaugen.
Schade. Beflügeln hätten wir. Okay, dann leveln wir. Können wir das vielleicht schon machen. Ah, Mann, falsch. Da. Also, ich habe gesagt, ich möchte einen auf Technik. Ich möchte einen auf Handeln machen und zwei auf Technikkunde habe ich mir vorgenommen. Und hier auch auf Intelligenz. Leider können wir hier noch nicht. Also wir brauchen noch ein paar. Also wir brauchen jetzt eigentlich bis da oben, oder? Zugewiesene Fertigkeitenpunkte, okay. Ja. Okay. Also, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Part im Let's Show von Sacred 2. Tschüssikowski, Leute. Bye.